Herzlich willkommen zurück zur neunten Folge meines State of Decay 2 Nebenprojektes, wo wir versuchen, das Achievement Mumm in den Knochen zu erreichen. Ich bin euer Palzi und wir fahren jetzt nach Hause. Wegen der Zombie-Do. Lass den Antiquester aktiv. Zeitmäßig sollte das eigentlich überhaupt kein Thema sein. Boden. Und ihr seht, das hatte ich in einer der ersten Folgen gesagt. Sehr viel Vegetation. Immer wieder Engpässe und die Bloater neigen dazu, diese Engpässe auch zu benutzen. Für ihr Nickerchen. Sie sind doch nur ein bisschen müde, Polzi. Ja, aber wenn ich müde bin, dann lege ich mich nicht auf die Straße. So einfach ist das. Wenn es schlecht läuft, kriegen wir gleich einen Feral in die Belagerung mit rein. Voll ist in der Tank. Kann ich das bitte mal sehen? Da sehe ich auf der Karte auch. Ist noch okay. Genau, dann kann hier gleich mal jemand das Klo putzen. There's more Zeds out there than I can count. I'm glad there are no zombie animals. Nimm mal die kannst du reinpacken. Gib mir mal für den Fall der Fälle ein bisschen Feuer. Granaten werden wir hoffentlich... Hoffentlich, sagt er. Ach komm, nimm ein paar Granaten auch noch. Ja, erste Belagerung in der Basis. Halt. Gib mir mal... das Ding auch noch. Das ist nämlich viel interessanter. Für die Verteidigung. Denn... ich werde mich definitiv auf... Wie gut ist denn der Zoom? Ja. Auf Special Freaks konzentrieren. Mach doch da einfach auf. When I see the awful things we're going through. We were well prepared, and we made it. So. So, wir sind auf Broussard. Wenn wir unsere... Was hat Alessandra denn für eine Quest? Achso, die Prepper-Quest. Wie geht's denn, Alessandra? Was ist denn mit dir? Ach, Konflikt. Ach nee, Konfliktanstifter. Ja, komm, Klo putzen und dann ist alles... Wie sieht denn das aus? Tante Prepperin ist ausgelaufen. Klo putzen. Wenn das durch ist, dann müsste die Moral auch wieder hochgehen. Die Quest gibt es nun nicht mehr, aber die wird wieder aufpoppen. Von daher nehme ich nicht Alessandra, da ich jetzt weiß, dass sie diese Quest hat, sondern Andrea. Wie geht's dir ansonsten? Gut. Was ist das eigentlich mit... Genau, kann bereits bei minus 20 Moral
frustriert werden. Jetzt ist sie auch noch frustriert und kriegt nochmal minus 25 Moral. Das ist natürlich alles nicht so prickelnd. So, hier Sidearm, das ausrüsten bitte. Und da, wo wir hin wollen, wollen wir auch ein paar Mollys haben. Ja, hatte ich auch überlegt, ob wir Wasser uns gönnen, aber Wasser bringt nur plus 3 Moral, glaube ich, und können wir eh nicht nutzen. Und daher ist die Latrine eigentlich besser, denn plus 10. So, dran denken, da ist eine Bodenmine. Oder ist jetzt die Triple Feral Pep? Oh ja, okay, alles klar. Ja, dann wissen wir ja, was das Spiel vorhat. Stimmt, da sind auch noch die Leichen von den Leuten. Na, ich mache jetzt erstmal die Quest. Auch wenn der Loot-Goblin ihn hier gerne möchte, dass ich erst die Leichen hole. Aber wir haben keinen Außenposten hier oben. Können auch keinen errichten, weil hier solchen Territorium ist. So, 3, 2, 1, Playcard, dachte ich mir. Zweites Playcard, Infektionsherd haben wir auch noch. Ja, das ist ja wieder. Wenn du daneben schießt, Palzi, dann darfst du dich auch nicht beschweren. I don't want to be here any longer than I have to. Jetzt habe ich ihn nur noch verfehlt. Mann, Mann, Mann. Einmal mit Profis. So, wie viel kommen? Einen sehe ich. Autoschützen kann ich nicht, weil ich da nicht rüberkomme. Da liegt irgendwas im Wege. Der kommt, rechtzeitig aussteigen. Ja, gut, oder auch nicht. Weil der Zombie hier an der Ecke vom Auto hängen geblieben ist. Gut. Immerhin ist das einer der potenziellen Orte, wo das Quest-Item sein könnte. Schützenmine können wir verkaufen. Waffenüberreste, naja, wir haben keine Werkstatt. Warum habe ich keine Werkstatt gebaut? Das ist vielleicht eine interessante Frage. Brauche ich nicht wirklich. Denn wir haben keinen Zugang zum Strom, das heißt, die interessanten Sachen können wir nicht basteln. Das andere wäre Waffenreparatur. Aber ich glaube, wir finden genug Waffen. Also Fernkampfwaffen nutze ich ja eh kaum.
außer die Armbrust. Armbrüste gehen nicht kaputt. Da ist irgendwas drin. Armbrüste gehen nicht kaputt. Brauche ich nicht reparieren? Das ist nicht gut. Da gucke ich jetzt erstmal am nächsten Spot. Armbrüste gehen nicht kaputt. Die brauche ich nicht reparieren. Das heißt, es bleiben nur die Nahkampfwaffen. So viel Nahkampf mache ich nicht. Und wenn eine Nahkampfwaffe zu brechen droht, dann kann ich den Charakter auch mit einer anderen ausstatten. Ich glaube, ein paar haben wir schon gefunden. Sollte nicht so kritisch sein. Ah, da ist er. Nilpferdstofftier voller Liebe. Dieses alte graue Plüschnilpferd gehörte einem kleinen Kind, das während der frühen Quarantänemaßnahmen verschwand. Ich denke, ich habe etwas gefunden. Es sieht wie ein stuffed Hippo. Ja, können wir machen das alles. Denn jeder weiß, wir sind die Besten. Ne? Ja. Du spielst das vielleicht nur, dass du die Beste seist, aber. Ich hätte gerade noch auftanken können. Na, jetzt ist es zu spät. Jetzt steige ich nicht nochmal aus. Es ist zumindest, sieht zumindest kein Bloater da. Das ist ja schon mal positiv. I had no idea people actually listened to me around here. I guess I can stay. Doch eingefangen. Waffe nachladen. Hallo Kristen. Natürlich hier. We gave this to Anthony when he turned two. He called it Hippo Thomas because he couldn't say hippopotamus. I really needed this. I can't even begin to thank you. Please accept this. You've more than earned it. No problem at all. Seuchenheilmittel, cool. Sehr gut. Müssen wir nicht selber herstellen, haben wir eins auf Halde. Und wenn wir gerade hier sind, können wir mal anfangen zu looten. All right. Take care. Dazu muss ich aber auch gleich erst noch mal ein bisschen was in den Kofferraum packen. Und da war doch irgendwo ein Bloater. Hier habe ich nur gerade gesehen. Da war das Köpfchen. Denn du musst definitiv weg. Lief nicht so wie geplant. Schützenmine kann rein. Seuchenheilmittel werden wir wahrscheinlich auch nicht finden. Halt, nee. Doch, du kannst rein, denn ich nehme den Benzinkanister raus. Und tanke auf. So, was ich jetzt als nächstes gerne machen würde. Vorne ist noch ein Mobilfunkmast. Den würde ich mir gerne ansehen. Brauchen wir Sprit, weil daneben direkt eine Tankstelle ist? Eigentlich eher nicht. Aber den Mobilfunkmasten würde ich trotzdem gerne hochkrabbeln. Achso, und hier gibt es auch noch die Leichen. Aber erstmal Mobilfunkmast jetzt. Das ist gut.
Hier unten ist ein Lootable, das lasse ich aber erstmal stehen. Denn das zweite wird vermutlich oben sein. Und wenn ich nicht beides nehmen kann, dann hätte ich doch lieber erst das, was oben ist. Dann muss ich die nochmal hochkrabbeln. Ja, immer das am weitesten entfernteste. So mache ich das auch in Häusern. Da natürlich bezüglich des Eingangs, aber der Eingang von den Mobilfunkmasten hier ist halt ja die Leiter. 9 mm Munition, gar nicht schlecht. Was haben wir da? Da ist ja auch schon wieder Herz. Da gibt es alle Orte überprüft. Also hier sind wir durch. Aber damit ist das Fernglas auch von der Karte gestrichen. Schrecklich lieb, aber der Latinendienst hat zumindest dafür gesorgt, dass wir wieder im Ersten sind. Und wenn dieser Konflikt dann nicht passiert wäre und ich höre was Ekliges. Und da geht dieses total Eklige. Und das ist gar nicht gut. Denn der steht zu nah am Auto, da komme ich so nicht rein. Und wenn es jetzt richtig dämlich läuft, nee, ich muss den weglocken zu Fuß. Das heißt, ich muss ihn engagen, dass er hier lang kommt. Feral ist natürlich das, was wir jetzt überhaupt nicht brauchen. Und wenn das ein Pack ist, dann ist es richtig scheiße. Aber die Seite könnt ihr haben, die lasse ich euch. Ist aber runter. So. Oh. Ja, die Panikmomente, ne? Also. Weg hier. Bloater. So, und jetzt habe ich aber die Schnauze gestrichen voll von dir. Okay, wir haben also Triple Feral Packs. Das ist unangenehm. Das heißt, die Schwierigkeit dürfte kurz vor Maximum sein. Ich habe diese Ekelhorden noch nicht gesehen mit Bloater, Juggernaut und Feral. Die sind noch nicht da, aber der Rest. Materialien können wir reinpacken? Ja. Tank sieht gut aus. Ich pack mal keinen Tank rein. Warst du eigentlich leer? Ja. Oh, das ist natürlich auch eine wunderbare Quest. Jetzt müssen wir wieder da hoch, vermute ich. So, 9 Mill. Denn die müssen wir nachladen hier. Waffe. Das geht rein. Ich nutze auch Könnelverbänder herstellen. Können wir. Ist aber sehr teuer. 2 Medis für 3 Verbände. Nicht gut. Von daher heile ich dich nicht. Wir hatten auch erst eine Belagerung. Sollte erstmal gut sein. Die haben eine Quest und Busar will einen Infektionsherd machen.
Hier oben wäre ein relativ einfacher. Alle anderen wären unangenehmer. Und dann haben wir da unten eine Quest. Die passt mir auch nicht wirklich in Kram. Denn das soll eigentlich die letzte Aufnahme für diese Session sein. Ist nur eine kurze, mach drei Aufnahmen und dann... Ach, jetzt ist es schon gewachsen. Eben gerade war es noch eins, Krima. Alles eklig, alles... Haben wir hier unten Infektionsherde, die wir... Nee, haben wir auch nicht. Das sind alles, die wachsen. Bis ich da bin, ist das auch ein Dreier. Das heißt, die Frage ist... Hallo, Lily. Ich fahre erstmal da runter, wechsel aber schon auf Busan. Was hat denn Alessandra? Nichts. If you need help, Ray is the guy to see. He's down there, Lily. I'm no miracle worker. Don't be modest, Ray. I can't imagine a Trumbull Valley without you there keeping watch. Are you folks up for helping out your neighbor? I'll be right there. Einmal Sprit und ein Reparaturkit in den Miragra. Wenn wir einen Infektionsherd machen wollen, nehmen wir sicherheitshalber ein paar Mollys mit. Aber ich glaube nicht, dass ich das noch in die Folge unterbringen kann. Andererseits kriege ich die Quest auch nicht mehr unter. Da kommen jetzt welche. Na komm schon ran, anderer. Das ist alles ätzend. Am ehesten kriege ich das noch hin. Was ist denn das da? Achso, das ist von dem Infektionsherd. Ich fahre nochmal nach Norden und schaue, ob ich noch einen Infektionsherd säubern kann. Ah, da ist schon wieder ein Bloater. Alter. Zombies hierher zu locken, dass ich die erstmal mit dem Auto zum großen Teil erledigen kann. Das war gewollt. Das war eindeutig gewollt. Die ich nicht mag. So. Kriegen wir vielleicht auch so hin. Ist nichts in der Gegend, was mich jetzt irgendwie schockieren würde. So, er hat Aggro gezogen. Wir haben keine Kugel verschwendet. Und ich fahre da auch gar nicht mehr hin. Ich beende die Folge. Das wird alles zu knapp. Wir sind jetzt bei
fast 25 Minuten. Dann gibt es heute mal eine kürzere Folge. Oder kann ich 5 Minuten lang noch irgendwas Sinnvolles machen? Zum Beispiel den felsigen Gipfel erkunden. Das ist doch noch ein Ziel. Das war auch schon wieder mehr als einer, also vermutlich dreie. Haben sie Aggro verloren? Ja. Ja, schön, dass du Hilfe brauchst, aber ich krieg definitiv keine Missionen mehr unten unter jetzt. Denn ich habe einen Termin und bin nicht gewillt, den nicht einzuhalten. This is great. I'm totally keeping it. Oi. Dich, dich. Du steckst im Kofferraum. Okay, this stuff is heavy. Das hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Das war noch nicht mal der Gipfel hier. Schwer, schwer. So, 3 haben wir frei. Na, dann schauen wir mal. Ansonsten haben wir einen Außenposten hier. Direkt. Das Sunny-Zelt da. Ich höre doch hier einen Zombie. Ein Ghetto-Blaster. Naja, das hat sich ja nicht gerade gelohnt. Wer baut sich hier ein Camp auf und hat dann einen Ghetto-Blaster dabei? Naja. Da ist ja auch eine Art Transistorradio. Vielleicht der Radio gehört ein bisschen. Oder einfach nur Musik. Oder Musik im Radio. I'm finally ready to get back on my feet. Sorry to be a burden. So, ich fahre aber nicht da lang, weil da die Ferals waren. Ich sehe zu, dass ich von hier nach Hause fahre. Part of me wants to know how plague hearts control their territory. Sagt er und fährt nicht nach Hause. Ja, immer der Palzi. Ja, die Regeln hier. Maddie. Maddie ist eh die Beste. Das ist ja der Politikwissenschaften. Und ich habe nochmal nachgeguckt. Ich habe in der ersten Folge gesagt, keine Doppelten. Also können wir sie nicht rekrutieren. Den nehme ich, den können wir nicht herstellen. Also können wir schon, aber es würde sehr viel kosten. Der Ghetto Blaster kann gleich weg. Ich würde auch die starken Schmerzmittel noch nehmen und der Rest ist Montierhebel für 22 und lässt sich verwerten für 33 und 33 Parts verkaufen sich für 33. Das heißt, der ist es auf jeden Fall wert und auch der Metallschläger, genau das gleiche. So, dann kommen wir jetzt mit vollen Taschen nach Hause, das ist doch auch was Feines.
Farrell, kann ich dich für das Heck meines Autos begeistern? Ein Heck ist doch immer interessant. Einer kommt. Daneben. Davon noch jeweils einen rein. Und dann wären wir auch durch soweit. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Danke euch auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Wenn es gefallen hat, dann würde ich mich wie immer darüber freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Auf bald, euer Falzi.